Ihr Essay trägt den Titel Vertrauen als politische Kategorie in Zeiten von Corona. Wofür argumentieren Sie in dem Text? In dem Text beschäftige ich mich mit dem Phänomen des Vertrauens. Es wird ja allenthalben gesagt, dass die Corona-Krise eine Vertrauenskrise darstellt. Und in meinem Text geht es zunächst darum, zu überprüfen, in welchem Sinne das gemeint ist, beziehungsweise inwiefern das überhaupt wahr sein könnte. Und dazu isoliere ich zunächst drei Kontexte, die besonders wichtig sind, wenn es um Vertrauen in der Corona-Krise geht. Zum einen das Vertrauen, das wir in unsere politischen Repräsentanten und Repräsentanten setzen müssen. Zum zweiten das Vertrauen, das wir in unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger setzen müssen. Und das alles vor dem Hintergrund des speziellen Vertrauens, das wir in die Vertreter und Vertreterinnen bestimmter Naturwissenschaften setzen müssen. Meine Frage ist dann in der Folge, wie es um diese Vertrauensform steht. Und alles, was ich als Philosoph dazu sagen kann, ist, dass es zunächst gar nicht so schlecht um diese Vertrauensform bestellt ist. Es scheint so, dass wir in vielerlei Hinsichten in dieser Krise auf vertrauensvolle Weise mit den Ratschlägen, Empfehlungen und Regulierungen von Seiten der Politik umgegangen sind und umgehen. Gleichzeitig ist aber festzustellen, dass es an einem bestimmten Prozentsatz der Bevölkerung zu extremen Misstrauensformen kommt. Und mit diesen Misstrauensformen möchte ich mich auch in diesem Text ein bisschen beschäftigen. Das tue ich dann auch, indem ich darauf hinweise, auf welche Weise man diesen Misstrauensformen am besten begegnen könnte. Dieser Vorschlag, den ich unterbreite, ist ein Vorschlag zu einem behutsamen und vorsichtigen Umgang mit dem Begriff des Vertrauens. Und in diesem Zusammenhang mache ich auf eine Alternative zu Vertrauen aufmerksam, nämlich auf die Einstellung des Sich-Verlassens. Ich glaube, es ist in der Krise besonders wichtig, dass wir uns auf unsere Politikerinnen und Politiker, genauso wie auf Bürgerinnen und Bürger, aber auch auf die Wissenschaft verlassen, ohne dass wir ihnen automatisch vertrauen würden. Und dieses Verlassen ermöglicht uns eine flexible, kritische und in gewisser Weise weniger emotional aufgeladene Einstellung zu diesen Personengruppen. Sie schreiben, in den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen zeigten sich Exzesse des Misstrauens. Was meinen Sie damit? Zunächst ist es mir wichtig festzuhalten, dass die Krise gezeigt hat, dass es um Vertrauen in unserer Gesellschaft gar nicht so schlecht bestellt ist. Zweitens muss festgehalten werden, dass Skepsis und Kritik nicht per se schlecht sind, sondern ganz im Gegenteil sehr, sehr wichtig für unser demokratisches Miteinander. Worum es mir geht, ist, dass wir in den letzten Wochen und Monaten Formen der Skepsis beobachten konnten, die die Tendenz hatten, demokratischen Dialog zu unterminieren. Ich denke, sie tauchen immer dann auf, wenn beispielsweise bestritten wird, dass es überhaupt das Virus gibt, wenn behauptet wird, dass die Covid-Erkrankung ähnlich harmlos ist wie die gewöhnliche Grippe, wenn ohne die Angabe von weiteren Gründen bestritten wird, dass der Einsatz von Gesichtsmasken eine positive Wirkung auf den Verlauf der Pandemie hätte, etc. etc. Das sind insofern problematische Formen des Misstrauens und in dieser Hinsicht auch Exzesse, wie ich sie nenne, des Misstrauens, als in diesen Einstellungen das Paradigma der evidenzbasierten Wissenschaft in Frage gestellt wird. Und in gewisser Weise wird dadurch die Möglichkeit des Miteinander-Diskutierens und Debattierens darüber, was geeignete Maßnahmen sein könnten, unterminiert und dem demokratischen Dialog wird gewissermaßen der Boden unter den Füßen weggezogen. Das Hauptproblem ist, und ich denke, da besteht dann die Verbindung zum Begriff des Vertrauens, dass Behauptungen gemacht werden, ohne dass man sich in der Pflicht sieht, intersubjektiv teilbare Gründe zu benennen. Sie kontrastieren die Kategorie des Vertrauens mit der Kategorie sich auf etwas oder jemanden verlassen. Worin liegt denn da der Unterschied? Der Unterschied zwischen Vertrauen und sich verlassen ist möglicherweise am einfachsten durch ein Beispiel zu erklären. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine WG-Mitbewohnerin, die jeden Morgen um 7.30 Uhr in der Früh Heavy-Metal-Musik hört. Sie hören das, es stört Sie nicht besonders, aber Sie wachen jeden Morgen um 7.30 Uhr auf. Zufälligerweise ist das auch die Zeit, zu der Sie tatsächlich aufstehen möchten. Und in der Folge machen Sie sich gar nicht mehr die Mühe, einen eigenen Wecker zu stellen. In dieser Hinsicht könnte man sagen, verlassen Sie sich auf Ihre Mitbewohnerin. Und zwar verlassen Sie sich darauf, dass Sie auch weiterhin jeden Morgen um 7.30 Uhr Ihre laute Heavy-Metal-Musik hören wird. An dieser Stelle würde man
allerdings nicht sagen können, dass sie der WG-Mitbewohnerin in einem eigentlichen Sinne vertrauen. Die Mitbewohnerin weiß möglicherweise gar nicht, dass sie von ihrer Heavy-Metal-Musik aufwachen, dass sie sie als Wecker verwenden gewissermaßen. Alles, was sie machen, ist, dass sie bestimmte Beobachtungen anstellen und dann eine Vorhersage über die Zukunft machen. Ja, höchstwahrscheinlich wird sie morgen wieder um 7.30 Uhr Heavy-Metal-Musik hören. Für Vertrauen braucht es mehr. Und die interessante Frage ist jetzt, was ist dieses mehr? Es würde sich die Situation beispielsweise dadurch ändern, dass sie mit der WG-Mitbewohnerin eine Verabredung treffen. Stellen wir uns vor, dass die Mitbewohnerin versprochen hat, sie würde mich morgens mit ihrer Musik wecken. Sie tut es nicht, ich verpasse einen wichtigen Termin, vielleicht komme ich nicht rechtzeitig zur Geburt meines Kindes ins Krankenhaus an oder ich verpasse einen Termin beim Bewerbungsgespräch etc. In diesem Fall hätte ich Grund, extrem wütend auf die Mitbewohnerin zu sein. Und wenn sie sich nicht entschuldigt oder keine Erklärung abgibt, könnte es sogar sein, dass ich ihr grolle, dass ich mich von ihr betrogen fühle in gewisser Hinsicht und gar nichts mehr mit ihr zu tun haben will und mich abwende. In dem ersten Fall, in dem Fall, in dem ich mich lediglich darauf verlassen habe, dass sie etwas tut, weil ich ihr Verhalten beobachtet habe, wäre es absurd, wenn wir sagen würden, ich fühle mich von dir hintergangen. Ich habe beobachtet, dass du jeden Morgen um 7.30 Uhr laute Musik hörst, habe mich darauf verlassen, dass du es auch morgen tun willst. Du hast es nicht getan. Wie konntest du nur? Es wäre absurd, wenn wir sowas machen würden. Das heißt, die emotionalen Reaktionen, zu denen wir befugt sind, sind in beiden Fällen unterschiedlich. Und ich glaube, gerade dieser Punkt spielt eine entscheidende Rolle für den Einsatz dieser Unterscheidung in der Corona-Krise. Wieso ist es mit Blick auf die Pandemie wichtig, diese beiden Kategorien auseinanderzuhalten? Gerade im Hinblick auf die Corona-Krise wäre es wichtig, wenn wir mehr sich verlassen und weniger Vertrauen an den Tag legen würden. Und ich glaube, das hat etwas damit zu tun, dass die Einstellung des Sich-Verlassens weniger emotional aufgeladen ist als die Einstellung des Vertrauens. Wer vertraut, kann in gewisser Weise nichts dafür, dass er oder sie vertraut. Man kann Personen nicht zu Vertrauen bringen, man kann sie höchstens um Vertrauen bitten. Aber ob ich einer anderen Person vertrauen oder nicht vertrauen werde, ist in gewisser Weise nur mir überlassen. Und ich kann mich auf den Standpunkt stellen, ich kann dir einfach nicht vertrauen oder eben ich kann nicht anders als dir vertrauen. Das macht Vertrauen zu einer sehr wenig flexiblen Einstellung. Sich verlassen ist nicht so. Das ist eine Einstellung, bei der ich mich von bestimmten Gründen, die für das sich verlassen sprechen oder dagegen, bewegen lassen kann und entsprechend die Einstellung des sich verlassens modifizieren kann. So eine flexible, weniger emotional aufgeladene und weniger starre Einstellung ist, glaube ich, angemessener, wenn es um Kontexte geht, in denen wir als Teilnehmer an demokratischen Entscheidungsfindungsprozessen eine Krise zu bewältigen suchen. Sich verlassen ist auch etwas, was leichter repariert werden kann, wenn ich mich so ausdrücken kann, als Vertrauen. Vertrauen, das gebrochen wurde, ist wie ein Krug, der zerbricht. Es dauert sehr lange, und bis man Vertrauen wiederherstellt. Und manchmal ist es auch gar nicht möglich. Manche Verletzungen von Vertrauen sind so schlimm, dass man sich nur noch abwenden kann. Und in gewisser Hinsicht ist das, was passiert, wenn es um die Exzesse des Misstrauens geht, von denen ich eben gesprochen habe. Die Corona-Skeptiker oder ein Teil der Corona-Skeptikerinnen und Skeptiker benimmt sich so, als wären sie sehr massiv enttäuscht und verletzt worden. Und sie wenden sich ab von dem demokratischen Gespräch und stellen sich auf die Position, ich möchte da gar nicht mitmachen. Ich orientiere mich jetzt nur an den Sachen, die eine bestimmte Gruppe von Leuten von sich gibt. Und dann sucht man sich entsprechend die Personenkreise im Internet zusammen. Das geht ja heutzutage sehr leicht. Welche Reparaturmöglichkeiten sehen Sie denn für den Fall, dass jemand sich auf die Politik verlassen hat und nun die getroffenen Entscheidungen für falsch hält? Da gibt es eine Reihe von Maßnahmen, die durchaus bekannt sind in unseren Demokratien. Zu den wichtigsten dieser Maßnahmen gehört beispielsweise die freie und kritische Arbeit von Medien. Politikerinnen und Politiker wissen in der Regel, dass ihnen auf die Finger geschaut wird und dass sie dem kritischen Blick der Öffentlichkeit ausgesetzt sind. Das heißt, sie werden sich zweimal überlegen, ob sie etwas tun, was von den Wählerinnen und Wählern als bedenklich eingestuft werden könnte.
das ist etwas, was inkompatibel mit Vertrauen wäre, weil Vertrauen typischerweise terminiert wird von dem kritischen Blick der vertrauenden Person. In einer Demokratie ist Vertrauen in dieser Hinsicht fehl am Platz und es ist besser, sich zu versuchen, sich lediglich auf die Politikerinnen und Politiker, auf die Mitbürgerinnen zu verlassen. Und die Verlässlichkeit kann durch eine Reihe von Mitteln sichergestellt werden, von denen der Einsatz von Medien sicher nur eines, aber ein zentrales ist. Vertrauen, so viel kann man vielleicht abschließend sagen, ist gut. In der Corona-Krise ist Verlassen allerdings besser.